der Weg zu deiner inneren Heimat. Kennst du ihn auch, den Ort, an dem du dich besonders wohlfühlst, der dir Geborgenheit schenkt und wo du dich wieder heimfühlst? Oft kennst du diesen Ort im Außen. Nun stell dir vor, diesen Ort gibt es in dir. Ein Schatz liegt dort verborgen und die Energie fließt unerschöpflich. Ja, diesen Ort gibt es. Und weil wir so sehr im Außen nach Erfüllung suchen, bleibt er uns verborgen. Willst du wissen, wo der Weg zur inneren Heimat liegt und wie du dorthin findest? Dann folge den Übungen, die ich dir einmal pro Woche zur Verfügung stelle. Der Preis dafür ist, dein Wille es zu tun, nicht mehr und nicht weniger. Hier ist die erste Übung für diese Woche. Suche dir einen Platz, an dem du dich in einer aufrechten Haltung zur Ruhe begeben kannst. Gib dir, wenn möglich, 15 bis 30 Minuten Zeit, um einfach zur Ruhe zu kommen, ohne Musik oder Sonstiges. Spüre, wie du dich mit jedem Atemzug mehr und mehr entspannst. Jedes Geräusch bringt dich nur noch mehr in eine angenehme Entspannung. Jegliche Gedanken dürfen kommen und wieder gehen. Die Herausforderung dabei ist, mit dir selbst in dieser Ruhe zu sein. Übe dich täglich darin. Und wenn du länger als eine Woche bis zur nächsten Übung dafür benötigst, ist das auch in Ordnung. Mit dir selbst zur Ruhe zu kommen und deine körperliche Entspannung sind die Voraussetzung für die darauffolgende Übung. Nun wünsche ich dir viel Erfolg auf der Reise in deine innere Heimat.